Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Minister Schmidt und Gröhe, multiresistente Keime als größte Gefahr der Menschheit. So warnen Wissenschaftler weltweit. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Rängen, das ist kein Horrorszenario, sondern heute schon globale Realität. Menschen sterben an bakteriellen Infektionen, weil kein Antibiotikum mehr anschlägt. Die Blasenentzündung kann zum Todesurteil werden. Bakterien sind schlau, sie passen sich an. Das wusste übrigens schon der Erfinder des Penicillins, Alexander Fleming. Er wies bereits 1945 auf die Gefahren des unkontrollierten Gebrauchs von Penicillin hin. Zu oft, zu kurz, falsche Diagnose bei Mensch und Tier. So entstehen multiresistente Keime. Und ohne Zweifel, das eint uns hier in diesem Haus, Antibiotikaresistenzen sind tickende Zeitbomben. Deutschland hat darauf reagiert. 2008 wurde die erste nationale Strategie gegen Antibiotikaresistenzen vorgelegt. Und unsere Bundeskanzlerin brachte es auch auf die Agenda der G7. Denn Bakterienresistenzen kennen keine Grenzen. Sie machen übrigens auch keinen Unterschied zwischen Mensch und Tier. Human- und Tiermedizin müssen deshalb gemeinsam Lösungen entwickeln. Und dafür stehen heute persönlich und beispielhaft Bundesminister Schmidt und Bundesminister Gröhe. Sie wissen beide, es geht nur gemeinsam. Gegenseitige Schuldzuweisungen helfen niemandem. Und dieses Wissen würde ich mir so von manchem Kollegen in diesem Haus wünschen, die immer wieder nur mit dem Finger auf die Landwirtschaft und auf die Tierärzte übrigens zeigen. Da nenne ich beispielhaft den Kollegen Hofreiter. Er ist heute leider nicht da, aber er verstieg sich vor kurzem zu einer Aussage. Ich zitiere: Viele Tiere systematisch mit Antibiotika vollgepumpt werden. Wenn der Kollege Hofreiter da wäre, würde ich ihm sagen, er ignoriert dabei eines, die Fakten. Erstens, die prophylaktische Behandlung mit Antibiotika ist seit 2006 in diesem Land verboten. Zweitens, der Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung ist seit 2011 um 53% zurückgegangen. Um 53%. Und auch der Einsatz von Reserveantibiotika sinkt stetig. Ihm sind diese Fakten egal. Damit stellt er übrigens den Berufsstand der Landwirte und der Tierärzte in toto an den Pranger und verunsichert zu Unrecht die Verbraucher. Das ist nicht unsere Art, Politik zu machen. Denn wir wissen, wir können die immensen Herausforderungen nur gemeinsam bewältigen. Und da stehen wir alle in der Verantwortung. Ärzte, Tierärzte, Patienten übrigens auch, Wissenschaft, Bildung, Umwelt, aber auch die Politik. Und deshalb legt Ihnen die Große Koalition heute einen bereichsübergreifenden Katalog mit 26 Punkten vor. Für die Gesundheitspolitik, für die Agrarpolitik. Es ist das erste Mal, dass ein solcher Antrag übergreifend vorgelegt wird. Und ich finde persönlich, das ist auch eine Sternstunde in der Debattenkultur dieses Hauses. Vorausgegangen ist ein Jahr härtester Arbeit. Ein Kongress der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zu diesem Thema, viele Gespräche zwischen Gesundheit und eben Tiermedizinern in der SPD, in der CDU-CSU und am Ende ein gemeinsamer Antrag. Ich sage an dieser Stelle auch Frau Kainhorst vielen Dank. Und unsere zentrale Forderung lautet, wir brauchen mehr Prävention und Hygiene, Hygiene, Hygiene. Bei Mensch und Tier im Krankenhaus und im Stall, das wird kosten, ohne Frage. Aber es sind Investitionen, die Leben retten. Und da ist jeder Euro nicht zu viel. Information, Aufklärung, Impfungen, Hygiene und andere Präventionsmaßnahmen sind das A und O. Nur so können Infektionen verhindert werden und damit überflüssige Behandlungen. Übrigens auch bei Mensch und bei Tier. Und deswegen fordern wir für den Veterinärbereich, Herr
Dr. Henke wird auf den Bereich auch der Humanmedizin eingehen, aber für den Veterinärbereich fordern wir deshalb, und das ist ein Kern, der Kollege Kriesmeier hat es angesprochen, einen einheitlichen Rechtsrahmen für ein umfassendes Hygiene-, Gesundheits- und Haltungsmanagement. Im Sommer habe ich Rinderbetriebe in Bayern besucht. Und dort habe ich gesehen, wie effektiv ein gutes Stallmanagement ist. Eine Top-Umgebung für jedes Tier. Und das ist übrigens nicht allein mit Platz getan, lieber Friedrich Ostendorf, sondern es geht um Hygiene, es geht um sehr gut ausgestattete Fressliegeboxen und es geht um modernste Mischtechnik für individuelle Fütterung nach Bedarf. Und ich habe gesehen, wie erfolgreich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit von Tierärzten und Landwirten ist. Allerdings müsste diese tierärztliche Arbeit dann auch entsprechend bezahlt werden. Das findet heute noch nicht statt. Und hier liegt wirklich der Schlüssel zur Antibiotikaminimierung. Das ist übrigens auch die Antwort auf die Standardforderung nach starren Reduktionszielen. Ich sage zu diesen Zielen, sie sind inhaltsleer und willkürlich. Sie leiden darunter, dass sie keine Antwort auf das Wie geben. Sie beschreiben nur ein Ob. Und hier setzen wir an. Wir müssen uns bei dieser Stelle natürlich auch darauf verlassen können, dass das Erfassungssystem kontrolliert, dass wir im Rahmen der AMG-Novelle 2011 auf den Weg gebracht hatten. Und lieber Friedrich Ostendorf, zur Wahrheit gehört dazu, wir sind nicht gezwungen worden. Wir haben es aus eigener Kraft 2011 auf den Weg gebracht. Und eines an dieser Stelle auch, wenn jemand keine Ahnung hat und etwas sagt, es ist schlimm, aber wenn jemand Ahnung hat und du hast es und sagst es, dann grenzt es wirklich an eine Unwahrheit. Wir müssen dort sicherlich schärfen. Das heißt für uns, auch der Nichteinsatz von Antibiotika muss zukünftig gemeldet werden. Die jetzige Bewertung von Kombinationspräparaten muss überprüft werden. Mortalitätsraten müssen auch in die Erfassung einbezogen werden. Aber eines heißt auch, die stete Forderung, und sie war auch in dieser Debatte, dass Reserveantibiotika raus aus den Tierställen müssen, zeigt eindeutig, eines haben Sie nicht verstanden. Auch Tiere haben ein Recht auf Behandlung. Alles andere wäre Tierquälerei. Und deshalb muss der Zugriff möglich bleiben, natürlich nur in begründeten Fällen und nur nach Erstellung eines Antibiogramms. Die Liste ließe sich fortführen, auch was das Dispensierrecht angeht. Es hat sich aus Sicht unserer Fraktion grundsätzlich bewährt. Aber wir wissen auch, es gibt wirtschaftliche Fehlanreize. Diese Fehlanreize müssen abgeschafft werden. Wir fordern deshalb auch, dass seitens der Hersteller bei der Rabattgewährung von antimikrobiell wirksamen Mitteln überprüft und die Preisgestaltung überarbeitet wird. Vor uns gemeinsam liegt ein noch längerer Weg. Aber wir haben große Erfolge erzielt. Und wenn wir bereit sind, gemeinsam auch unbequeme Wahrheiten zu benennen, Kollegin, wie wir es heute tun, dann bin ich ganz sicher, wir werden unser Ziel erreichen. Das Ziel muss sein, wir brauchen in Zukunft gemeinsam wirksame Antibiotika. Und dafür setzen wir uns ein, gemeinsam. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Dr. Karin Thyssen für die SPD-Fraktion das Wort.